Heute basteln wir uns eines der bekanntesten Fahrzeuge in Minecraft, und zwar das von den Simpsons. Simpson-Auto holen wir uns erstmal wieder ein paar Blöcke aus unserer guten alten Kiste raus. Das Simpson-Auto ist leicht gebaut. Wir holen uns einfach ein bisschen schwarzen Beton raus. Ein paar Steinknöpfe, glatte Steinstufen, polierte an die Südstufen, dann noch ein paar Purpurstufen, davon nochmal die Treppen, dann ein paar weiße Glasblöcke. Dann holen wir uns auch ein paar Schilder raus. Ich empfehle einfach mal die Tropenvariation und dann nochmal ein bisschen Zaun, Tor, und zwar das Fichtenzaun. Unser Auto basteln wir natürlich hier einmal vor der Garage vor den Simpsons. Es geht los erstmal mit dem schwarzen Beton. Ich habe mich so klein bei Gierungspunkt gemacht. So, unser Auto hat natürlich vier Räder. Die Räder haben, sage ich mal, einen Abstand von, also von Vorderrad nach Hinterrad, drei Blöcke. Und Mitte würde ich mal sagen, lassen wir nur einen Block Platz. Ne, und dann sollte das hier auch eigentlich so optimal hier auf unsere Vorderfläche passen von der Garage. Ja, der Unterboden von unserem Auto ist natürlich hier mit glatten Steinstufen. Die ziehen wir uns einmal auf der Vorderseite, lassen da ein bisschen überstehen und dann nochmal auf der Rückseite. Da können sie auch ruhig einmal überstehen. So, dann ziehen wir das einfach mal den glatten Stufen hier zu. Dann könnten wir eigentlich gleich mal unsere Steinknöpfe verwenden. Das sind natürlich unsere Felgen bei unserem schwarzen Beton. Danach geht es schon weiter, würde ich mal sagen, dass wir uns auf der Vorderseite unsere Scheinwerfer platzieren. Das ist einfach mit polierten Anisitstufen. Dazwischen einfach eine Purpurstufe, ne, da machen wir hier so ein bisschen die Motorhaube. Dann geht es weiter, dass wir natürlich jetzt hier unsere Fahrerkabine machen. Da machen wir erstmal zwei umgedrehte Treppen hier vorne hin. Dann würde ich mal sagen, zack, hier eine normale, also einfach die Treppe anders mal umdrehen. Hinter dieser Treppe machen wir einfach zwei Stufen. Da platzieren wir wieder so zwei Treppen ran mit dem Rücken. Und dann können wir hier den Rest einfach mit den Stufen ausfüllen. Ne, das ist ja hier hinten unser Kofferraum denn. Hier in der Mitte können wir dann einmal ausfüllen mit unseren Glasblöcken alles. Und wenn wir das haben, können wir noch natürlich noch ein Dach aufsetzen auf unser Auto. Düt, düt, düt. Dreimal hier die Stufen rein platzieren. Und wenn wir dann natürlich unser Dach hier so fertig haben, geht es natürlich noch ran, dass wir da vorne können wir noch ein Kennzeichen machen, wenn man möchte. Und auf der Rückseite, da platzieren wir natürlich noch unseren Auspuff. Wer möchte, kann auch noch mit Gegenstandsrahmen sich ein paar Rücklichter basteln. Zack, und dann nehmen wir natürlich noch ein paar rote Glasscheiben, ne, sind natürlich unsere Bremslichter. Vorne brauchen wir es nicht machen. Ich sag mal hier, diese Stufen, die stellen jetzt schon unsere Scheinwerfer dar. Die sind natürlich geradeaus, ne, wir haben ja eigentlich Tag. Und von daher, bumm, ist unser Auto schon fertig. Und fertig ist das Auto unserer Simpson Family. Schon steht in der Auffahrt und ihr wisst ja, was als nächstes kommt. Natürlich die Haustour. Wie immer findest du das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann geht's dann ran und dann gucken wir mal, wie unsere gute Familie lebt. Ihr seht ja schon, ist ja alles schon gut bestückt hier drin. Naja, ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Nachbauen des Simpson Auto. Und dann stelle ich mich hier vorne Safety hin und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.